Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Partie mit Call of Duty Black Ops 3 Online. Wir sind heute in Havoc unterwegs mit dem Modus Abschuss bestätigt. Den habe ich das erste Mal bei Crysis 2, glaube ich, gesehen. Da ist es so, ihr müsst nicht nur den Gegner killen, sondern ihr müsst, um Punkte zu sammeln, auch euren Gegnern die Hundemarke klauen. Das heißt, Sniper, die aus der Entfernung schießen, haben es hier nicht so gut. Die müssen dann auf jeden Fall nochmal irgendwie an den Gegner rankommen. Hier seht ihr es auch, man muss die Marken sammeln. Und das Coole ist, ihr habt nur eine gewisse Zeit. Okay, ich dachte, da könnte man irgendwie einen Wallrun oder so machen. Ja, ich habe so ein bisschen weitergespielt, habe jetzt den ein oder anderen Aufsatz auch freigeschaltet für die Waffe nach meinem ersten Match und wir gucken einfach mal, wie es heute läuft. Ihr könnt auch die Dogtags eurer eigenen Mitspieler aufheben. Das heißt, wenn die Person, die hier gerade stand, stirbt und ich hebe das Dogtag auf, dann können wir den Kill auch denyen. Das heißt, das zählt dann nicht und der Gegner kann auch nicht das Dogtag aufnehmen. Insofern ist es eigentlich ganz gut, wenn man als Gruppe hier auch rumläuft. Aber auch gegen Camper kann man solo ganz gut kämpfen. Oh, da ist jemand. Ah, von hinten abgeknallt. Da wollte ich eigentlich das Dogtag hier aufnehmen. Ist aber schon weg. Jawohl. Sehr schön. Ab in die Deckung. Ach komm. Das ist so billig. Das ist so billig. Ich mag Camper nicht. Keiner mag Camper. Obwohl es eigentlich gemütliche Autos sind. Ja, sehr schön. Schade, dass da jetzt nicht Rache stand, weil dann wüssten wir, wen wir gekillt haben. Er liegt zumindest jetzt nicht mehr dort. Verbündete Drohne nähert sich. Ah, hi. Der ist erledigt. Mittlerweile Level 5 erreicht mit der Waffe. Oh, da ist ja noch jemand. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Ach, wo genau? Ein Abschuss. Bestätigt. Jawohl. Das läuft doch wie geschmiert. Schön auch, dass ich heute direkt in eine volle Runde gekommen bin. Also von Anfang an mitspielen konnte. Denn letztes Mal war es bei mir so, dass ich dann wieder eine Folge aufnehmen wollte. Aber da bin ich in so eine halbe reingekommen, die halt schon voll im Gange war. Das ist dann nur noch so semi-geil. Und das nimmt man auch eigentlich ungern auf, weil, ja, macht keinen Sinn. Keinen einzigen Kill gemacht, passt schon. Hauptsache mal ein bisschen Chaos gestiftet. Sehr schön. Können wir sogar zwei Abschüsse hier bestätigen. Gibt dick Punkte gerade. Hi. Vergeltung. Verbündete Drohne nähert sich. Sehr schön, wir haben die ganze Zeit Drohnen hier. Taktisch gesehen eine der sinnvollsten Sachen. 8 zu 2, ey. Heute geht's mit einer wesentlich besseren KD nochmal direkt weiter. Ey, ich muss sagen, online macht's echt Spaß. Ich habe lange ja kein COD gespielt, das habe ich ja schon ausgeführt. Und ja, jetzt wo ich es wieder ein bisschen gezockt habe, muss ich echt sagen, es ist halt immer noch schön süchtig machend. Es macht echt Fun. Ich bin halt auch jemand von denen, die der Meinung sind, okay, overpowerte Killstreaks machen nicht so viel Spaß, nur wenn man sie selbst hat, aber ganz ehrlich, wenn du in eine neue Lobby joinst, dann ist da jemand, der direkt eine AC-130 schon hat, also wenn das Match schon direkt voll im Gange ist, dann ist es schon nicht so cool. Ja, ich muss mal ein bisschen besser das Dashen hinbekommen. Ach komm, mit zwei Schüssen. Mit einem Schuss. Ah, okay, das war eine Schrotflinte. Okay. Okay, okay, okay. Klang gar nicht so. Ich finde, Schrotflinten könnten ruhig ein bisschen wuchtiger klingen hier. Vielleicht ist es auch nur die eine. Ich mag Schrotflinten auch nicht. Also, ich bin der klassische Sturmgewehrspieler.
Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Ach, herrje. Feindliche Drohne nähert sich. Gut, dass ich meine noch nicht aktiviert habe. Verbündete Talon unterwegs. Verbündete Talon, was ist denn das? Ach, herrje. Direkt zwei Leute. Ja, geil. Egal, weiter geht's. Schnell den Schmutz abwischen und weiter. Jetzt aber. Ach je, da sind ja einige. Boah, da hinten auch noch. Der hier. Ah, oh, den Dogtag kann ich ruhig aufnehmen. Ach komm, nein. Ah, verdammt. Mittlerweile habe ich auch eine Pistole immer dabei. Raketenwerfer fand ich jetzt nicht so cool. Boah, auf Distanz. Muss ich aufpassen. Na komm schon, irgendeiner muss hier doch den Assist machen. Also für mich perfekt machen, den Assist. Oh, da sind wieder zwei Leute direkt nebeneinander. Und da ist noch einer. Verdammt, warum lade ich immer im falschen Moment nach? Kriegsmaschine bereit. Na, auf geht's. Verbündete Drohne nähert sich. Wenn die jetzt wieder im Rudel rumlaufen, dann haben die ein paar Probleme. Oder auch nicht. Ach komm, was ist denn los? Jetzt steht's doch nur 10-7. Verbündete Vorräte nähert. Ich muss mich wieder konzentrieren. Vorräte unterwegs. Ich hätte wetten können, dass da direkt jemand kommt, wenn ich anfange loszusprinten. Verbündete Hellstorm unterwegs. Ach stimmt, ich habe ja die zweite Granate nicht mehr dabei. Ja, schön. Und da hat jemand den bestätigt, den Abschuss. Sehr gut. Auch dafür bekommt man Punkte. Oh, was ist das denn? Haha, Kriegsmaschine ausgeschaltet, wie gut. Die steht da vor mir, schießt mit einem Granatwerfer. Wie geil. Das ist die taktisch ungünstigste Position, um mit einem Granatwerfer zu schießen. Unmittelbar vor dem Gegner. Hier sind doch sicher einige. Ich finde, manchmal ist es so unübersichtlich, da sieht man die Gegner kaum. Zumindest auf Entfernung sehe ich die manchmal nicht. Oh, hinter mir ist einer. Ja, da habe ich es gerade angesprochen. Und werf die Granate und die fliegt noch nicht mal. Verdammt! Dammit! Komm schon. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne, die wissen jetzt auch, wo wir sind. Drohne nähert sich. Okay, das kann jetzt spannend werden. Ach komm, Konterdrohne. Na super. Radar offline. Oh, sehr schön. Schock Assist. Gibt sogar mehr Punkte als ein normaler. Ciao. Ach, verdammt, 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 verdammt. Ja, es war ein bisschen ungenau geschossen. Aber hier zum Beispiel gibt es kaum eine Möglichkeit, den Wallrun durchzuführen, oder? Ich schaue mich hier gerade ein bisschen um. So wirklich irgendeinen Ort habe ich nicht gefunden bis jetzt. Zumindest, wo er Sinn machen würde. Gab es jetzt noch nicht so viele Spots. Na, hier ist keiner. Gut, manchmal einfach in die andere Richtung rennen. Ach ja, da sind ja noch ein paar. Na, es sind zu viele gewesen, ey. Drei Leute auf einem Fleck. Übelst nervig, ey. Die Gegner sind so schön geklumpt. Aber jetzt könnte das vielleicht sogar ein Vorteil sein. Nein! Gerade wo ich die Kriegsmaschine wieder bekomme. Egal, es war trotzdem eine ganz gute Runde. Ich bin zufrieden. Ich habe ja gesagt, ich möchte Hauptsache eine positive KD haben. Also eine von größer als 1. Positiv stimmt ja mathematisch gesehen nicht ganz. Aber ich meine, wir spielen auch mit Leuten. Da ist zum Beispiel einer Level 30 schon. Auch Maxi-Scope ist Level 30, aber ja, ich meine,
Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger mitzuhalten, wenn die die ganzen Mörderwaffen haben und wir haben da ja, etwas schwächere. Deswegen halte ich mich auch ein bisschen zurück erstmal und wenn ich dann ein paar höhere Level erreicht habe und dann auch die guten Waffen habe, dann werde ich zurückschlagen, aber so richtig, als Vollstrecker. Ja, ist aber interessant, die Black Ops verlieren ziemlich viele Online-Begegnungen, viele Online-Lobbys. Aber gut, ich würde sagen, es war eine coole Runde. Hat viel Spaß gemacht. Wir gucken nochmal hier in die Perks rein, was wir so Neues dazu bekommen haben. An Aufsätzen etc. haben wir Level 5 mit der Waffe erreicht. Aufklärung und 400 EP, weil wir die aufgelevelt haben. Und hier haben wir Arktiskörper. So, Lobby verlassen. Ganz kurz in den Klassen-Editor gehen. Hier haben wir das Visier. Aufklärung. Das senkt ein bisschen die Präzision, allerdings erhöht es die Reichweite. Heißt, vorhin hätte ich dann eine gute Chance gehabt, als ich mich da versteckt habe und den Gegner killen wollte. Und der Weevil, den könnten wir jetzt freischalten. Ich weiß noch nicht, welche Waffe sonderlich stark ist. Insofern muss ich da erstmal abwarten. Ich glaube, die HVK ist ziemlich gut. Die hole ich mir jetzt einfach. Und dann nehmen wir die eigene Klasse 2. Das sind vorgefertigte Klassen. Ich habe die nicht selbst angefertigt, falls ihr das fragen wolltet. Na okay, die MP lassen wir erstmal hier. Hier die BRM. Da kann ich stattdessen hier das Sturmgewehr nehmen, die HVK freischalten und ausrüsten. Denn die hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann einfach mit der HVK weiter. Eine interessante Waffe, wie ich finde. Hat beim ersten Mal ziemlich viel Spaß gemacht, mit der zu spielen. Wir können auch mal kurz die Stats vergleichen. So, die hat nämlich... Ah, da gibt's keinen Button für Vergleichen. Schade. Aber wir können die Waffe drehen, immerhin. So, okay, bei Schaden hat die 6 Striche. Okay, die KN macht wesentlich mehr Schaden. Ich rechne jetzt nicht, wie viele Punkte das sind. Ich zähle das jetzt nicht nach. Die Reichweite ist auch niedriger, allerdings ist die Feuerrate um 2 höher bei der HVK. Und auch die Präzision ist etwas besser. Also, ich glaube, wenn man da auf... im Nahkampf häufig kämpft, dann ist es auf jeden Fall eine gute Option. Und ganz kurz kann ich nochmal in die Extras schauen, was es hier noch so gibt. Nachbrenner, Schubdüsen regenerieren sich schneller. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, deswegen könnte ich das auch hier ersetzen nochmal, falls es das hier gibt. Ich ersetze es einfach mal für diese Klasse gerade. Blinde Überwacher kann nicht von Waffensystemen feindlicher Flieger anvisiert werden, das ist immer ganz gut. Zeigt einen Hinweis auf der Minikarte mit der Richtung der Feinde an. Das ist eigentlich schon recht cool. Also sechster Sinn, freischalten und ausrüsten. Das klingt schon recht cool. Blinde Überwacher, könnt ihr mal, falls ihr es wisst, könntet ihr mir eventuell mitteilen, wenn ihr wollt, ob das auch für Drohnen gilt, Überwachungsdrohnen. Weil ich glaube, das galt vor einer gewissen Zeit noch. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn es auch die Überwachungsdrohne quasi kontert. Wechselt nach dem Sprinten schneller die Waffen und zielt schneller. Einstieg mit einem Startbonus für die Punkteserienanzeige. Ah, okay, dass man quasi weniger Punkte für die entsprechenden Killstreaks braucht. Oder Pointstreaks mittlerweile. Immun gegen Konterdrohne, Energiekern, EMP-Granate und Rauchwand. Löst keine Stolperfallen, Schockladung oder C4-Alarme aus. Okay, das heißt, gegen alles Elektronische seid ihr safe. Und hier haben wir noch Gung Ho. Feuern Sie Ihre Waffe aus der Hüfte, setzen Sie beim... setzen Sie Ausrüstung ein und werfen Sie Granaten beim Sprinten. Wie bitte? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, wir feuern unsere Waffe aus der Hüfte, setzen Ausrüstung ein und werfen Granaten beim Sprinten. Alles zusammen jetzt gesehen, oder? Ne, wahrscheinlich nicht, aber feuern Sie Ihre Waffe aus der Hüfte, das können wir doch auch so. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wahrscheinlich wird da die Präzision erhöht, aber ich schieße sowieso nicht gerne aus der Hüfte. Keine Minikartensignatur beim Schubspringen. Das Geräusch der Schubdüsen ist gedämpft. Ach Moment, wenn ich... Ah, okay. Wenn ich die Schubdüsen aktiviere, heißt es, dass ich auf der Minimap entdeckt werde. Okay. Feindbewegungen sind leichter zu hören. Nee. Ich achte eh nicht so groß auf die Akustik. Ich gucke lieber auf den Bildschirm. Ja, okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich habe extrem... Lust bekommen, weiter zu zocken. Ach, wir können hier nochmal einen weiteren Spezialisten freischalten mit einem weiteren Token. Zum Beispiel das hier. Ach, oder wir könnten unsere Kinetikrüstung auch noch freischalten.
Moment, ganz kurz, kann ich beides mitnehmen? Das fände ich nämlich ziemlich cool. Anpassen, Körper. Ach, hier haben wir sogar noch einzelne Sets, was wir machen können. Ah, sehr gut. Dann nehmen wir das doch. Waffe zeigen. Nehmen wir die HVK. Und wie sehen wir aus? Können wir noch nicht beeinflussen. Spott und Gesten. Na, auch das muss man alles noch freischalten. Okay. So, Moment. Freischalten und ausrüsten. Das ist eine sehr gute Panzerung, die dann... Ja, ihr könnt es lesen. Wir sind verwundbar durch Headshots quasi und Granaten, Explosionen etc. Allerdings können wir auch so noch überleben, wenn der Gegner einfach so auf uns schießt. Und ich verstehe nicht ganz, warum da noch ein grüner Strich war. Egal, jetzt ist er weg. Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein und bis dann.